Hallo und herzlich willkommen zurück in der 10. Runde vom Matchmaking-System. Wieder mit dem Supporter unterwegs. Und mit dabei haben wir gerade auch jemanden, der bei Twitch twitcht. So dumm wie es klingt. Ja, und zwar den lieben Kirby Nato LP. Checkt den mal aus, er scheint auch dieses Spiel zu spielen. Ich verlinke euch den einfach mal unten in der Kommentarbox und so. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Kirby Nato was reißen können. Und für uns geht's jetzt los. Ab in die Tiefe. Eine Map, die wir schon häufiger spielen können. Und wir kämpfen natürlich wieder gegen einen Goliath, damit ihr das schon mal wisst. Also kein ultra cooles, abgespacedes Monster, sondern ein Stück normaler Goliath. So, die Fußabdrücke sagen hier lang. Und da haben wir ihn auch schon, den Kleinen. Da haben wir den schon entdeckt und das wird wieder wahrscheinlich eine ziemlich schnelle Runde, wenn wir ihn so früh entdecken, denn er hat nicht viel Zeit, um sich zu lahmen. Und Kirbynator und die haben schon den ersten Kontakt. Oh scheiße, ja, wir müssen schnell aufladen. Hochziehen. Und hinterher. Wo ist er lang gerannt? Das ist wieder das mit den Sumpfmonstern, müssen wir aufpassen. Dass wir nicht da zufällig irgendwo reingeraten. Oh, das, wir machen schon richtig Palaver gerade. Oh ja, Treffer. Aber er ist halt schnell. What are you doing, Hunter? What are you doing? Wow, okay, ich habe leider nicht alle stumm geschaltet. Jetzt haben wir unseren Spanier mit da drin. Erwischt! Seht ihr? Da hinten! Da ist das Biest! Greif für den Goliath an! Leider nichts getroffen. Reicht's zum Hochziehen? Ja, den oben. So, ich habe dich geheilt. Scheiße, Aufklärung. Wow. Nicht alle. Gut, das haben wir. Heilungsfeld bereit. Setze Aufklärungsdrohne ein. Versuchen wir mal unseren Goliath wieder zu finden. In deiner Welt bist du hart, aber Schier ist jetzt Markovs Welt. Er kommt näher. Ich habe dein Leben verlängert. Nutze die Zeit falsch. Kirby weist uns den Weg. Kreis um der Arztflug. Heilungsfeld bereit. Ja. Wir haben ihn gesehen, er rennt da hinten lang. Wir werden versuchen, den Weg. Richtig, die Menschen fressen den Platz. Oh oh, das wird jetzt. So, ich habe dich geheilt. Problem, implementiere Lösung. Gloria, deine Organe werden meinen Forschungen zugutekommen. Profite!
Wir haben ihn nochmal getroffen. Help me! Oh my God! Are you around, please? Er ist aber wohl gerade in eine menschenfressende Pflanze geraten, hat ein bisschen geflucht und gerucht. So. Wir haben es unsichtbar machen. Das, der Goliath will sich gerade Speisen weiterentwickeln, das merkt man auf jeden Fall. Pflanze! Nein, nicht die Pflanze! Mein Heilungsfeld ist bereit! Seid ihr verwundet? Na sicher, seid ihr das! Ich dachte, es geht schneller. Heilung ist jetzt möglich! Eine kurze Ablenkung! Da! Das Monster schreckt Vögel auf! Folgt der Markierung! Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das Monster ist da drüben! Ziemlich weit weg! Da! Ich habe dich gekannt! Versuch! So, weiter geht's! Schild fast weg! Schild ist weg! Heilung ist jetzt möglich! Heilungsfeld bereit! So, ich habe dich gekannt! Mann, der macht sich echt gut aus dem Staub. Der rennt ja gut rum. Der macht es echt nicht behindert. Rumrennen, fressen, weiterentwickeln. Das muss eine Weile reichen. Reiter lokalisiert. Seid vorsichtig. Wir machen ihn platt, auf jeden Fall. Es dauert nur leider ein bisschen länger diesmal. Das muss eine Weile reichen. Ich muss eigentlich auf mein Team warten. Seid ihr das?
Panzerung passiert. Vorsicht, Felsen! Kirby, das nicht. Ich brauche Hilfe! Das ist nicht gut, Kirby. Das ist gar nicht gut, Kirby. Ich schaff niemals rechtzeitig da zu sein, niemals. Alter, was dort? Scheiße. Komm schon, wir brauchen dich noch. Ich hab das Ding. Wir sind die gewachsen, Bestie. Hass gegen Hass. Ich hab das Ding gesteckt. Feuerhase, aufgepasst. Feuerbrecher. Ist jetzt möglich. So, ich habe dich geheilt. Oh nein, du wirst nicht mehr größer. Das hier ist dein Ende. Eine kurze Ablenkung. Ah, das Schallungsfeld ist bereit. Verbündete zum taktischen Vorteil getarnt. Perfekt. Vorsicht! Es hat gefressen, aber nicht genug! Verfolgungsbeile bereit! Fertig! Feuer! Felsen! Mir geht's nicht so gut. Teilung ist jetzt möglich! Staub, dieser kleine Pisser. Mann, ist das ärgerlich, ey. Goliath angegriffen. Ah, das Kallungsfeld ist bereit. Lass es dir schmecken, euphemistisch gesprochen.
Mann, ey, der rennt so weit weg, ey. Das dauert ewig. Da. Weil er einfach nur am Wegrennen ist, diese Flachpfeife. Oh, ey. Nur am Wegrennen, Noob. Das muss eine Weile reichen. Greife den Goliath an. Wie viel habt ihr, Baby? Seht ihr das? Schieß da drauf! So, jetzt zurück zum Goliath. Aber schnell. Mein Heilungsfeld ist bereit. Seid ihr verwundet? Na sicher seid ihr das. Warum kann nicht einmal was reibungslos laufen? Hey, seht mal! Wir sind durch die Panzerung durch! So, ich habe dich gekeilt! So, meine Geschütze, mach die nieder! Da ist noch ein bisschen. So, bam! Haben wir es geschafft, Freunde. Oh, es war ein bisschen langer Fight. Ich war auch ein bisschen still, glaube ich, weil das gerade so nervenzerrumpf war. Also, es geht auch manchmal ein bisschen Action. Guck da. Aber wir haben das 10. Match geschafft. Und zwar, wie lange hat das jetzt wirklich gedauert? Es hat 18 Minuten gedauert, weil er so viel weggerannt ist, dieses Mistkind. Und Freunde, danke wieder fürs Einschalten. Ich bin in der Bronze-Elite. Also in der Bronze-Liga, okay. Und dann halt in der Elite. Also in den besten Bronze. Und haben eine Stufe 5 erreicht. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und dann geht's wieder weiter hier ein bisschen bei E-Wolf auf Monsterjagd. Aber wir werden dann mal das Monster spielen. Denn das haben wir noch nicht gespielt und das werden wir erforschen. Also bleibt dran, schaltet wieder ein, Däumchen ist ein Träumchen, ciao.